Hallo ihr Lieben, so, ich habe heute ein Paket bekommen. Ich möchte euch mal zeigen. Ich habe von Temu mir was gekauft, was ich nirgendwo groß bekomme. Und preisgünstiger, muss ich sagen, ne? Aber es ging darum, ich habe jetzt hauptsächlich, was ich mir gekauft habe, das kommt dann noch. Was ich echt brauche und die nicht so bekomme, wie ich möchte. Und dann habe ich mir noch Painting-Sachen und Kreuzstücher mir gekauft. Ich zeige euch erst einmal. Ein Tannenbaum mit zwei Teilen. Da ist aber noch der Fuß mit dabei. Ich mache das jetzt hier mal zusammen. So sieht es aus, das wird mit allen Seiten gepaintet. Knister, knister. Immer alles Plastik. Ich denke, die wollen das mal abschaffen mit Plastik. Aber es kommt immer noch Plastik. Und das ist der Fuß. Und da wird dann hier so drauf gesteckt. Ich will jetzt nicht ganz drauf machen. Sonst kriege ich das so schwer ab. Das wird dann alles gepaintet. Und was ist natürlich, ja, Strasssteine, Glitzersteine, Spezialsteine, Sondersteine und was man da alles so sagt. Bei mir ist das Strasssteine. So. Ich kann gar nicht kennen, noch, jetzt sieht das gar nicht. Ne? Das ist so dunkel. Ich nehme das mal raus. Also, vielleicht sieht er das so besser. Ich komme runter. Das ist der Tannenbaum für Weihnachten. Das wird auf allen beiden Seiten gepaintet. Das ist der Fuß. Und das sind die Steinchen. Drehe ich mal um. Es sind auch große dabei. Ich denke mal, das ist da ja. Das ist der Fuß, für den Fuß hier, das ist für das und die Steine wird für den Baum. Das ist sehr viel. Das knistert und knistert. Das spiegelt sich hier. Weiß nicht, ob man das sieht. Ich liebe die Steinchen hier. Weiß, da hat man nicht so viel. Wieder kleiner. Das sieht, ach ja, der Untergrund hier, wo man aufklebt, ist schwarz, sonst ist es gold. Grün, 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 alles ist grün. Dann wieder roter, goldener, blauer, rot. Ja, da ist natürlich viel Rot mit dabei und Grün, ne? So, es knistert. Sorry. Ja, dann das ist ja immer dabei. Da brauchen wir nichts weiter zu sagen. Toolkit. So, ich habe jetzt hier was zum Sticken. Auf dem Foto sah es mir natürlich ein bisschen besser aus. Aber naja,
Ich muss sagen, die Farben, die er hier so sieht. Ah, da guck mal, die sind ja auch so. Ich habe sie noch nie so bekommen. Guck mal. Ich jetzt hier aufmachen. Schaut mal. Das, ups, habe ich noch nie so gehabt. Das ist nicht schlecht. Ich habe das schon bei vielen gesehen. Nicht schlecht. Wunderschöne Farben. Ja, und das ist es. Ist nicht so direkt, was ich haben wollte. Aber naja, hier sieht es auf dem Foto nicht so schön aus. Aber online, im Internet sah das viel besser aus. Das ist der Vordruck. Es sieht sehr, sehr, sehr konfettimäßig aus. Ui, da habe ich mir was eingebrockt. Oh, Konfetti. Konfetti pur. So, hier ist es noch einmal. Die Mondblume, sagt man doch, ne? Und der Druck sieht an für sich super schön aus. Also der Druck ist echt gut, muss ich sagen. Gut zu erkennen. Aber konfettimäßig. Ich weiß nicht, ob ich das Gelbe hier den Hintergrund mache. Mal sehen. Oder ich wandle das um auf Perlen. Ich weiß es noch nicht. Das ist nämlich echt ganz schön konfettimäßig. Ich bin nicht so für Konfetti. Ja, mal sehen. Das ist auch noch mit 3 Fäden. Ja. 11er. 11 Count mit 3 Fäden. Ist nicht so mein Ding. Naja, ich werde mir das schon hinkriegen. Ne? So, das wäre das zweite. Aha. Wir haben auch alles Einfädler für Ring, für die Finger, das muss ich nicht dicht. Ah, und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Nadeln. Wow. 5 Stück. Das ist 4. So, da tue ich das jetzt wieder hier rein. Und einpacken. Das kommt dahin, bis dahin. Dann habe ich hier noch was. Painting. Diamant Painting. Na, guck mal, ich habe das ja schon aufgehabt. Und hier war, glaube ich, eine Mühle. Ah ja, genau, eine Mühle. Das sind, das ist so dunkel hier. Und mal versuchen mit Licht, ob das besser geht. Auch wieder Strasssteine. Mit Fuß. Und eine Mühle. Und es klebt. Oh, hier. Klebt super. Ja. Eine Mühle. Das ist die Nummer 3.
Alter, der Strom, dass es nicht kaputt geht. No. Ach, ein Toolkit ist da drin. Ja, da ist auch noch ein Toolkit da drin, aber das habe ich jetzt nicht mit rausgenommen. Da hängt der Hang fast. So, dann hier wieder ein Döschen mit Tannenbaum und Schneemann. Überall hat man jetzt ja nun die ganzen Toolkit dabei. Also ich habe so viele Schöpfchen und Stifte. Oh, hier sind noch schöne Steinchen drin. Oh. Die habe ich ja noch gar nicht. Das sind noch große. Ups, wo sind wir denn? Das sind riesengroße. Oh, schaut euch mal das an. Ups, aber ich dachte, hier ist was kaputt. Schaut euch das hier an. Die sehen ja toll aus. Oh, solche habe ich noch nie. Das sind meine ersten von denen. Alle anderen, die habe ich schon. Ah, oh, hoffentlich ist da was übrig. Bleibt was übrig. Oh, die sehen nur schön aus. So. Und das ist nun der Fuß dazu. Und hier, hier kommen die Großen. Das werden die Großen hier drauf kommen. Oh, da ist gar nicht so viel. Ich glaube, das werden die Bs sein mit den großen schönen Sternen. Auf jeden Fall bleibt bestimmt noch was übrig. Normal müssen das die Knöpfe sein. B sind doch die Knöpfe. Bin ich ja gespannt. Was war denn das von der... Machen wir mal gucken, von der Nummer das ist. Das Grüne. Das ist doch E. Oh. Das sind vier Stück. Also die großen Weißen ist das E. Oh. Und das hier ist B. Ha! Ist das nicht normal andersrum? Müsste das nicht Knöpfe sein? Aber das war das hier. Das wird toll aussehen. Das sind 3er, sind 5er, 6er, 7er. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich denke, dass so 2, 3er dabei übrig bleiben. Das war schön. Na gut. Okay, das war's erst einmal mit dem Schneemann und dem Weihnachtsbaum. Hier habe ich nur noch mal... Gut, jetzt muss ich das hier alles runternehmen, weil ich mir was... Ach ja, na, da ist es. Ich habe mir hier von denen hier noch mal 2er gekauft. Die kann man ja stapeln. Ich habe ja schon 3 Stück oder 4 war es, glaube ich. Ich glaube, 4er sind es ja. Jetzt habe ich noch mal 2 dazu genommen, mir gekauft. Die habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Und dann habe ich hier noch mal was. Hier sind sie, die sind so eingepackt. Und das sind auch noch mal kleine. Die kann man mal hier rausnehmen. Naja. Und ja. Ja. Hm. Ich denke mal, die kann man bestimmt auch für die Perlen nehmen. Für die Perlen müsste das auch gut sein. Nicht allein für das Painting. Weil ich werde die dann hier für Perle nehmen, ja. Genau. Da haben wir hier noch so einen Pinsel.
und ein Löffel. Den kann man so zusammenklappen und dann wieder auseinander in Kleinformat. Da passt du so schön hier rein und man kann hier schön zumachen und hier der Deckel ist gut fest, rutscht nichts. Der ist noch so verpackt hier, das ist dasselbe. Da habe ich mir zweimal genommen. Und dann habe ich noch ein paar für Karten machen. Stempeln. Das hat was mit Nähen, Sticken, alles so, ja, mit Nähen, Knöpfe, Garn, Schere, was man alles so braucht. Das Messband. Pinzette, so Wäschekneiper, hier auch nochmal, was man alles braucht für Nähen. Das ist für ein Kleid. Das ist ja hier so, ja, wo man die, ja, wie nennt man die Dinger hier, wo man das so drüber hängt. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Hier habe ich noch eine Stanze. Die werde ich für Kartensticken nehmen. Da werde ich damit sticken. Und dann habe ich hier noch was wieder mit Blumen. Ich werde das mal rausnehmen, das kann man nicht so sehen. Durch den Plastikbeutel oder Hülle sieht man das nicht so schön. So sieht es aus. Das sind die ganzen einzelnen Teile, die wird dann so zusammen gestempelt. Oder nein, ich stempel mit Schablone, wird das gemacht, sowas, ja. Das ist dann die Schablonen. Das sind dann 3 oder 4 Teile. Und man kann es auch sogar ausstanzen. Ich finde es super schön, dass man das stanzen kann. Das sieht man immer sehr wenig, deswegen habe ich mir das auch gekauft. Weil es mit Stanzen sind. Brauchen wir das nicht so mit der Hand auszuschneiden. Ja, ich habe auch noch welche, das müsste ich euch dann irgendwann mal zeigen. Wenn ich jetzt aber das Sticken jetzt hier erst einmal, wenn ich die Secret Stitch Along fertig habe, ich hänge ein bisschen hinterher. Hier kann ich mir so kleine Karten machen. Mini klein. So wie das hier ist, wird dann hier zusammengefalten. Hier ist es die Falttechnik hier in der Mitte. Ja, kleine Minikarten können wir damit machen. Hier habe ich wieder Stenzel auch mit Rosen. Ja, die hatte ich gebraucht. Jetzt habe ich die Karten schon fertig. Das sieht man nicht so, ne? Ich werde die mal rausnehmen. Stenzel. Schöne Rosen sind das. Ja. Dann wieder Blumen. Das sind Stempel, das sie Hintergrund machen. Da kann ich den Hintergrund damit tun. So, muss ich mal gucken, ob das ein Stempel ist oder ist das, ja, ich denke mal, ja, kann ich mir auch einen Hintergrund damit machen, mit heller Farbe, das ist sehr groß, ja, das ist doch ein Stempel.
Ein Stempel, genau. Ein Riesenstempel. Ja, da könnt ihr schöne Hintergrund machen auf der Karte. Ich habe hier schon so viele Stanzen und Stempel und Stanzen und alles und Schablonen gezeigt. Ich bin echt noch nicht dazu gekommen. Ich habe davon noch nichts gemacht. Hier sind auch noch einmal Blumen und natürlich mit Stanzen. Das ist echt nicht schlecht. Ja, da kann man das alles schön ausstanzen und dann als 3D machen. So, das ist das erste Mal. Dann habe ich... Das finde ich schön. Ich habe ja eine Tasche bekommen. Die sieht da toll aus. Mit einem Stickbild. Wahnsinn. Da brauche ich mir keine neue von meiner Taschen zu nehmen. Ich muss mich mal entschuldigen, meine Fingernägel sind ein bisschen schmutzig. Ich kriege die nicht sauber. Ich habe ihn im Garten Unkraut gemacht. Die sind ein bisschen schmutzig, sorry. Die sieht doch schön aus, die Tasche. Huh? Wow. Das ist super schön. Das gibt's nie. Ich habe ja rar geguckt. Dachte, hä? Ich habe das gar nicht gesehen, dass das hier mit Tasche ist. Super. Dann ist das hier so ockermäßig gelb. Das sieht man ja in der Kamera nicht so. Schade, dass man das hier nicht so sieht. Mal das hier vielleicht ausmachen? Ne, das sieht da auch, sieht man nicht. Das ist so richtig schönes Gelb oder ockermäßig, wie man sagt. Echt super schöne Farbe. Hier sind, das sind dann mit dem 10 Nummern. Sehe ich gerade. Ein Pinsel ist mit dabei. Nee, Stift. Zwei Nadeln. Ein Einfädler. Ist das ein Stift? Wie kriege ich denn das jetzt hier auf? Wo muss das aufmachen? Ach, das sieht man echt nicht. Hier habe ich. Das habe ich ja. Ach, das ist nochmal extra verpackt. Das ist ja nochmal extra verpackt. Doppelt verpackt. Das ist ein Stift. Ich bin gar nicht drin. Genau. Ja. Für den Stoff hier. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob der luftmäßig oder ausgewaschen wird. Das ist ein süßer Stift. So einen habe ich noch nie. Dann zwei Nadeln und ein Fädler. Ey, der Stift ist cool. Klasse. Und hier haben wir sogar DMC-Nummern dabei. Die sind nicht nummeriert, aber DMC-Nummern. /300/301/310, das ist schwarz. Das sieht aber mehr wie blau aus und nicht wie schwarz. So, mal gucken, was das für ein Bild ist. Hier ist noch eine Kettin, Anhänger, Knöpfe. Oh, da bin ich ja. Ach ja, das ist es. Ist auch so Sampler-Art.
hier ist es, was ich mir aufhängen kann mit Anhänger. Ey, das ist ja cool. Ich habe gedacht, dass das irgendwie gesteckt wird. Das ist dann die Vorlage. Wow. Das sind wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten. Das ist 14 AIDA. Creme nennt sich das. Ah, Creme. Cremefarbe ist das. Okay. 174 mal 149 Stiche. 14 Count. Und ist 31,57 mal 27,03 Zentimeter. Und das wird alles mit 2 Fäden gemacht. Super. 2 ist gut. Es stehen sogar die ganzen DMC-Nummern hier dabei. Wie viel? Noch mal anders zeigen. Das sind die Farben. Symbole. Wie viele Fäden ich nehmen müssen? 2, 2. Hier unten ist mit 1. Das denken wir, dass dann. Weiß ich jetzt nicht. Ach, nie. Das auch mit 2. Auch mit 2 verschiedenen Farben. Dass du 502 und 501 musst dann nehmen. Grün. Grün. 2 verschiedene grüne Farben. Ah, okay. Dann Spezialstücher. Oje. Was ist das für Spezialstücher? Sorry. Keine Ahnung, wie man die macht. Franzknoten, französische Knoten. Ich denke mal, dass ich die vielleicht mit Perlen mache. Keine Ahnung, mal sehen. Das werden auch mit 2 Fäden DMC Nummern. Also damit mit Schwarz, Braun, dann nochmal Braun und Weiß. Und Backstitch. Sind die Rückstiche, ne? Ja, da gibt es auch wieder mit verschiedenen Farben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mit 10 verschiedenen Farben. Der eine ist mit 2, mit 1 Fäden, 2, 2, 2. Okay. Das ist. Oh, was ist das jetzt hier? Für ein Wort. Das habe ich noch nie gehabt. Wie nennt man das? Ist das auch so Knopfart? Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das haben muss. Ich muss mal in der Vorlage gucken. So gelb. Was wird das hier? Aha. Und das, ich denke mal, dass es das hier ist. Wo bin ich? Hier. Ich denke mal, das ist die Farbton hier, ne? Aber wie nennt man das? Bleach, Beard? Sorry. Ich kann es nicht sagen. Ah, hier ist es auch nochmal. Ah, das sieht ja auch aus wie Knoten. Französische Knoten.
Aber die Farbe ist dann nicht da drin noch. So, Floss. Aber da muss ich mal gucken. Über den Übersetzer. Ich habe jetzt hier mein Handy, da kann ich das jetzt nicht sagen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich den Hasen habe. Und da müsste einfach sich so. Ach ja, jetzt weiß ich, was die Pünktchen sein. Die gehören hier. Das ist für die Anhänger. Schaut mal, hier. Das ist der gelbe Punkt. Da muss das hier. Das herzförmige Blau da angenäht werden oder aufgehangen werden. Ja. Nicht schlecht. Da bin ich ja ganz gespannt, wie das aussieht und wie man das alles hinbekommt. Und die Farben hier, also hier cremefarbig, das sieht man ja echt nicht, dass es cremefarbig ist. Man sieht gar nichts hier an Farbe hier in dem Video. Schade. Aber so eine schöne Tasche habe ich hier. Hoffentlich geht die nicht so schnell kaputt. Oh, das gefällt mir. Das habe ich gar nicht gesehen, als ich das mir gekauft habe, dass das mit so einer Tasche ist. Und so Anhänger dabei und dann so ein Stift dazu. Wow. Das ist echt schön hier. Oh, jetzt habe ich das nicht so rum. Na, egal. So ist auch gut. Army Shop. Rosacke Flosset. 14 Count. Kann doch 16 oder 18. Elfer. Gut, da stand ich kein Elfer mehr gekauft habe. Gut, dass ich genau hingeguckt habe. So, und jetzt habe ich große. Ich habe Bücher. Das ist so Kunstleder. Und so Art wie, sieht aus wie geflochten. Aber das ist das Muster. Und schaut mal hier die Seiten an. Wow. Und mit Linien drin. Und hier steht alles Tage, Datum, ist natürlich mehr als Notizbuch. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag für eine ganze Woche. Ja, aber ich möchte das gerne ich gebe es mir mal gucken, hier ist dann hier noch so eine Klemme hier drin. Ja. Hier kann ich einen Stift dran machen. Ja, den Stift. Nicht schlecht. So, das ist alles so, ja. Ich finde es auch schön, wenn da mit Linien da drin sind, da kann man das besser schreiben. Da werde ich das alles umändern. Da werde ich ein Buch, ich habe mehrere Bücher davon. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Bücher mehr gekauft. Und von dieser da habe ich mir 2 gekauft. Hier haben wir noch 1. Ich hätte da auch ein ganzes Set davon nehmen können. Die hatten ja noch mehr davon. Aber hier ist es auch noch einmal. Hier. Sieht doch cool aus, ne? Wenn man das so gestapelt aussieht oder hochkantig hinstellt. Das sind 2 verschiedene Farben. Das ist auch so cremefarbig und grün. Das sieht so wie geflochten aus.
sieht echt super schön aus, das Kunstleder. Dann habe ich nochmal, das ist auch so geriffelt, das ist auch so Lederart hier irgendwie so apart. Da steht auch Notizbuch. Die haben auch mit Strüche drin. Auch alles hier genau, was für wettermäßig. Kann man sogar einschreiben. Datum. Nicht schlecht. Das ist alles genau mit einschreiben. Ich weiß noch nicht für das Große, was ich nehme. Auf jeden Fall nehme ich ein Painting, ein Kreuzstich und hier habe ich noch mehr. Und dann nehme ich hier noch eins für die Perlen. Ja. Und dann habe ich noch eins. Noch eins übrig. Die haben auch wieder hier alles mit Datum, ganze Woche. Das ist echt, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Mir gefiel das bloß die Hüllen hier mit die Leder und so. Das ist auch so Lederart. Kunstleder. Und ja, und dann die Linien. Ne? Da kann man das schöner schreiben. Und ja, das ist echt super. Das Leder hier. Oh. Ja. Hier kannst du auch einen Stift dran. Der eine hat das nicht. Das ist der einzige, der hier, wo ich keinen Stift hier an der Seite festmachen kann. Das ist echt Leder hier. Ja, hier innen drin, das ist auch wieder anders. Datums. Das ist echt hier. Das ist so eine Leiste. Kann ich mir eine Leiste machen? Welche Seite wo was ist, wo was drin ist. Brauche ich nicht so lange zu suchen. Die haben, oh, schaut mal, da habe ich ja drei Stück solche Streifen hier drin. Mit Stift hier hinten fester machen. Das ist das Einzige, was das nicht hat hier. Aber ich könnte mir dann selber vielleicht eins machen. Der hat ja auch mit Stift. Und der hier auch. Aber der große hier hat auch nicht. Der ist auch sehr Pixar. Das sieht man jetzt ja gar nicht. Kann man das so sehen hier? Kann man so knicken? Aber das ist echt super. Hätte nicht gedacht, dass das so schön ist. Und ehrlich mal gesagt, ich habe das schon so lange gesucht. Und ich habe es bei Temu gefunden. Die haben echt wunderschöne Sachen. So, da habe ich mir 4 Bücher gekauft. Da habe ich jetzt genug davon. Ja, für jeden was. So. Ich habe dann noch andere Journalbücher und so. Da werde ich mir das mit den Stempeln, was ich habe jetzt, die neuen Stempeln alles da reinmachen, die Fotos. Und dann habe ich mir hier was geholt. Ich habe gedacht, dass es echt mit ja, Kunststoff ist. Aber das ist ja, das ist nicht so stabil. Das ist so, ich weiß nicht, was das so Schaumzeug ist hier. Das stinkt aber. Ja, ja, ich habe gedacht, dass es Plastik ist, mehr so eine Art, ne? Was Festes. Oh, ist es ja gar nicht. Naja, das ist gut. Mich stört es nicht. Da kann man das so sehen, wie man das selber zusammenbasteln kann. Das wäre auch eine gute Idee. Das sind ja hier mit 2 Lagen. Das sieht man hier. Wo bin ich? Hier eine dünne und eine dickere. Und da habe ich hier, da kann man die Flaschen, die da haben. Ich habe solche Flaschen. Kann ich mir da drauf tun, von meinem Koffer.
glaube ich, dann 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 Farben. Ja. Das ist das. Und hier habe ich dann ja auch nochmal. Na, ich weiß jetzt bloß nicht, welche ich für die Perle nehme, ob ich die hier für die Perle nehme oder auch für Binding nehme und alles. Mal sehen, ich weiß es jetzt auch noch nicht. So, das war es jetzt erst einmal. Das ist das, was ich mir gekauft habe. Ich bin echt super glücklich mit den Büchern. Und die sind schwer, schwer, sehr schwer. Wow. Echt, das eine ist echt Leder. Ja, das ist echt super. Mir gefällt es. Das andere ist Kunstleder. So, ja, das habe ich nun von Temu mir gekauft. Ich habe das nämlich echt gefunden. Ich brauchte Bücher mit Linien drin und sonst muss man die Striche halt selber machen und ich schreibe immer so schräg und krumm. Und schaut euch, das kannst du so schön hier reinschreiben. Und sogar noch mit Datum, wettermäßig Datum, Zeit, Memo, No, Date, Datum. Ja, schaut mal hier den ganzen Wochentag, von Montag bis Sonntag. Und was für Wetter, kann ich auch noch dabei schreiben. Ob man voll Sonne, Halbsonne oder Regen. Nicht schlecht. So, das ist das erste Mal, was ich habe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Perlen immer noch nicht. Heute ist der dritte, die sollten heute ankommen. Ist nichts gekommen. Ich hätte das, hätte ich aber nicht gedacht, dass das so lange dauert. Und wenn ich gucke, bei Etsy, es gibt keine Bewegung und nichts mit dem Paket oder ja, Päckchen. Keine Bewegung und nichts. Ich denke mal, ich werde mich da mal melden, was da ist. So, okay. Das war's jetzt erst einmal. Und da habe ich jetzt hier auch erst einmal genug davon. Für meine Perlen oder Binding Steinchen. Mal sehen. Okay, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Engelchen Gabriel. Ciao.